Gigantische Weihnachten auf Rockland Radio. Und heute bei den Gigantischen Weihnachten eine Band, die hat so einen verrückten Mix, da kommen sie nie drauf. Postpunk, New Wave, das Ganze gepaart mit Ska, Reggae, Weltmusik, was auch immer das sein mag, und Jazz. Wer verbirgt sich dahinter? The Police. Aber natürlich war das auch bei Sting und Co. nicht von Anfang an so. Die haben auch ganz klein angefangen mit 1978 einem Werbespot, den sie für Riley's, das Kaugummi, gemacht haben. Doubleman, Spearmint, Juicy Fruit, Sie wissen. Und dafür haben sie sich alle gleich die Haare komplett blondiert. Sah richtig schön bescheuert aus. Aber später sind die Jungs um Sting eben sehr erfolgreich geworden. Sting, warum heißt er so? Der hat früher auch Jazz gespielt, als er noch Lehrer war. Ja, tatsächlich 3 Jahre praktiziert. Und hatte immer einen schwarz-gelb gestreiften Pulli auf der Bühne auf. Sah also aus wie eine Biene. Stachel, Sting. Und der Name war perfekt. The Police, heute unsere Giganten. Gigantische Weihnachten auf Rockland Radio.